Servus, ich bin's, der Götz. Wir machen heute ein leckeres Hummer-Club-Sandwich. Ein cooler Snack bei eurer nächsten Party. Für ein Sandwich braucht ihr 3 Scheiben Toastbrot, einen gekochten Hummer, etwas Eisbergsalat, ca. 5 Esslöffel Mayonnaise, 2 Esslöffel geriebener Meerrettich, 2 Esslöffel Ketchup, 2 cl Cognac, etwas frisch gepresster Orangensaft, eine halbe Avocado, eine Tomate, etwas Wasser und Butter, Salz, Pfeffer, Thymian. Wir brauchen auf jeden Fall feingeschnittenen Eisbergsalat, schöne dünne Streifen geschnitten. So, tun wir es gleich hier wieder zurück in die Schüssel. Dann machen wir uns unsere Cocktailsoße, unsere Mayonnaise. Jetzt gleich mal schön Meerrettich dazu. Ketchup, bisschen Cognac und ein bisschen frischen Orangensaft. Die fruchtige Note, Salz und Pfeffer. Okay, und das verrühren wir jetzt schon mal. Jetzt halbieren wir uns unsere Avocado. Nehmen uns das Fleisch wieder mit einem Löffel raus. Schneiden uns die gleich in schöne, dünne Scheiben. Dasselbe machen wir mit unserer Tomate. Jetzt fällt nur noch der Hummer. Und den machen wir uns jetzt mit etwas Butter, Wasser, Thymian, Salz und Pfeffer hier im Topf warm. Der braucht dann wirklich nur 3 Minuten vielleicht, 3-4 Minuten. Wenn der zu lange kocht, wird er einfach zäh. Wir vermischen jetzt den Salat mit der Cocktailsoße. Also hier kocht jetzt schon mal unser Wasser mit Thymian, etwas Butter, Salz und Pfeffer drin. Und da legen wir jetzt unseren Hummer rein. Die Scheren, mittlerer Hitze, schön 3 bis 4 Minuten erwärmen. So, in der Zeit schmieren wir schon mal unseren Toast. Aufpassen, dass es nicht zu flüssig wird. Schön flach verteilen. Die Tomatenscheiben, die andere, die Avocadoscheiben. Das würzen wir jetzt mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Seht schon, der Hummer dreht sich schon auf. Den Hummerschwanz, den halbieren wir uns. Und legen uns den jetzt schön verteilt auf unser Sandwich. Das kommt jetzt schön hier oben drauf. Ruhig ein bisschen andrücken und vorsichtig durchschneiden. So, und das ist fertig, unser Hummer Club Sandwich. Und es wird bestimmt der Hit eurer Party. Lasst euch schmecken. Guten Appetit.